Also willkommen zu diesem Talk auf Chaoszone TV, dieser Talk, der Aufstieg und Fall der Forschung an Social Bots wird präsentiert von Florian Gallwitz. Ihr hört also die deutsche Übersetzung von Franz Theo Isegrim. Zurück nach Englisch wechseln. Und jetzt geht's im Channel mit Englisch weiter. Und dieser Vortrag wird von Florian Gallwitz präsentiert, das Nürnberg Institute of Technology, und er wird etwas über Social Bots sagen. In den letzten Jahren haben wir viel gehört über dieses angebliche Phänomen von Social Bots. In diversen Medien wurde viel darüber geschrieben und präsentiert, über entsprechende Bot-Aktivitäten in sozialen Medien. Und bereits vor 4 Jahren hat Michael Kreil herausgefunden, dass die Forschung darüber einige signifikante Defizite hat. Und Florian wird jetzt ein bisschen tiefer da reinschauen, warum die aktuelle Forschung da einige sehr schwere Fehler hat. Viel Spaß beim Talk Aufstieg und Fall der Forschung über Social Bots. Vielen Dank für die Einführung. Und wenn ihr nicht gerade unter einem Stein gelebt habt, hinter Mond gelebt habt, dann habt ihr viele Überschriften wie die hier gesehen. Ich habe jetzt ja zufällig ein paar ausgewählt über Google News und uns wurde gesagt, dass Bots auf Twitter die Verschwörungstheorien massiv verstärken oder Falschinformationen verbreiten über die Wahlen oder vielleicht sind sogar die Hälfte aller Twitter-Accounts, die etwas über Coronavirus tweeten, möglicherweise Bots. Und Bots sind auch eine weit verbreitete Quelle über Klimadesinformation. Und es gibt Hunderttausende davon. Und in der britischen Politik, Donald Trump hat Millionen davon, die ihn unterstützen. Und sie sind eine Gefahr für die Demokratie. Sie vergiften Demokratie, sie beschädigen Demokratie. Und sie haben Johnson unterstützt, sie haben Falschinformationen über die Waldbrände in Australien verbreitet und haben versucht, die Wahlen in USA und in Deutschland zu beeinflussen. Und also ihr werdet da hunderte Überschriften dieser Art finden, wenn ihr bloß nach den Keywords Bots und Bots und Social Media sucht. Und hinter vielen dieser Überschriften steckt tatsächlich etwas, also tatsächlich akademische Forschung, am meisten Fällen ein Paper von Nevada diese Paper behaupten jetzt, dass sie beweisen können, dass Bots tatsächlich Einfluss auf die US-Wahlen hatten oder falsche Nachrichten verbreiten. Und das Paper hier sagt, dass Bots eine wichtige Rolle zum Wahlergebnis bezüglich des Brexits beigetragen haben. Wir haben ähnliche Paper gesehen über die Impfdebatte. Das ist ein Paper aus 2018. Das ist ein neueres Paper und beide behaupten, dass Bots die Impfdiskussion massiv beeinflussen. Aber wir sehen das Gleiche über die Klimadebatte auch die Behauptung, dass jede Menge Inhalte mit niedriger Glaubwürdigkeit auf Twitter von Bots verbreiten werden. Und ihr habt also was man eigentlich jetzt feststellen müssen, dass diese Informationen, diese Falschinformationen hauptsächlich in den Papers
Papern stecken. Also, was sind jetzt Social Bots? Es gibt viele verschiedene, leicht verschiedene Definitionen davon. Und die hier ist die von Ferrara selbst, der praktisch den Begriff, den Hype Social Bots praktisch gestartet hat. Social Bots sind automatisierte Accounts, die künstliche Intelligenz nutzen, um Diskussionen zu steuern und spezifische Ideen oder Produkte auf Social Media wie Twitter und Facebook fördern. Für typische Nutzer sozialer Medien sind die Bots nur schwer von tatsächlichen menschlichen Nutzern zu unterscheiden. Das heißt, sie zeigen also Foto oder einen Namen, einen Ort und benehmen sich halt so, wie man von einem menschlichen Nutzer erwarten würden. Und wenn man sich alle diese Definitionen anguckt, bekommt man hier ein recht brauchbares Bild, was jetzt der Konsens ist, was ein politischer Bot ist. Also es sind politische Accounts, die politische Diskussionen beeinflussen. Es sind automatisierte Accounts und es sind Accounts mit einem falschen menschlichen Profil, also die fälschlicherweise vorgeben, dahinter würde ein Mensch stecken. Und es gibt also Übereinschnittungen, also es gibt eine Schnittmenge zum Beispiel zwischen politischen Accounts und diesen Fake-Accounts. Das wären zum Beispiel bezahlte Trolle. Und man findet sicherlich auch eine Schnittmenge zwischen politischen Accounts und automatisierten Accounts, wie zum Beispiel Fox News. Also das würde in beide Kategorien fallen. Es gibt automatisierte politische Accounts und natürlich gibt es auch Accounts mit gefälschten menschlichen Profilen und die automatisiert sind. Zum Beispiel Porn-Accounts, Kryptowährungs-Scams und dergleichen bei Twitter zum Beispiel. Und Social Bots haben also alle diese drei Eigenschaften. Und von Social Bots wird zumindest gesagt, dass sie in gewisser Weise, also dass Leute glauben, also es wird ihnen nachgesagt, dass sie aus sich selbst heraus automatisiert Inhalte generieren können. Und also die Textgenerierung wird ihnen zugeschrieben. Also, wenn Twitter also praktisch überfüllt ist mit diesen sozialen Bots, wo zur Hölle sind die? Also ich habe mich hinter das Licht gefühlt. Also wenn da also Millionen davon sind und ich habe aber bisher noch keinen einzigen gesehen, das hat mich jetzt etwas verwirrt, etwas verblüfft. Also ich habe einen Hintergrund in künstliche Intelligenz, in Mustererkennung und Konversationssystemen, Dialogsystemen, also Chatbots, wie man sie heute nennt. Und ich habe noch nie geglaubt, dass wo wir momentan mit der Forschung im Bereich automatische Intelligenz sind, dass wir überhaupt in der Lage sind, solche politischen Bots zu bauen, die in der Lage wären, die politische Diskussion auch nur zu beeinflussen. Also, wenn sie existieren, wie funktionieren sie denn so? Also habe ich mal angefangen, danach zu suchen. Die Suche hat angefangen in der zweiten Hälfte von 2018, also vor 3 Jahren. Also seit 2018 habe ich also Dutzende wissenschaftliche Paper gelesen und Berichte in den Medien. Ich habe so ziemlich alle Zeitungsartikel über Social Bots gelesen, also die ich da gefunden habe in verschiedenen Ländern. Und ich habe hunderte Twitter-Accounts analysiert, ob das tatsächlich irgendwie in irgendeiner Form Social Bots-Accounts sein könnten. Ich habe jede Menge Social Bot-Forscher gefragt, ob sie irgendwelche Beispiele dafür haben. Und ich habe auch Experimente mit der Twitter-API durchgeführt.
Zum Beispiel mit Michael Kreil zusammen, wo ich hunderttausende Accounts automatisch analysiert habe. Michael Kreil ist da jetzt schon ein paar Jahre länger dran. Also die Gesamtanzahl an Bots, die ich gefunden habe, mit diesen ganzen Methoden ist 0. Und ich habe also keinen einzigen Social Bot gefunden, der diese Diskussion erfüllt. Also vollständig erfüllt. Das kam mir ein bisschen komisch vor. Also woher kommt dieser offensichtliche Mismatch zwischen dem, was ich gefunden habe und zwischen dem, was behauptet wird? Und ich habe also auf die logische Hintergrund dahinter all diesen Papern und im Grunde genommen und gibt es praktisch zwei Methoden, die Sie sich angeguckt haben. Das eine ist der Oxford-Kriterien. Die Oxford hat Universität von Oxford hat Definitionen erstellt, was schwere Definition ist. Das bedeutet, das sind Accounts, die mindestens 50 Mal am Tag was posten. Das heißt, er hat sich angeschaut, wie häufig Accounts auf Twitter was tweeten und alle, die mehr als 50 Mal am Tag tweeten, waren stark automatisiert und damit definiert ein Bot. Und das ist ein bisschen komisch. Und der übliche Herangehensweise ist, dass man ein automatisiertes Werkzeug hat, das nennt sich Botometer. Man kann es einfach benutzen. Es gibt eine öffentliche Webseite dazu, wo man seinen Twitter-Account angeben kann und einen Knopf drückt und dann bekommt man ein Ergebnis irgendwo zwischen 0 und 5 oder 0 und 1, je nach Skala, die benutzt wird. Und im Endeffekt sagt es einem, die Forscher nutzen in der Regel die API. Sie nehmen eine lange Liste von Twitter-Accounts und bei jedem Account bekommen sie ein Ergebnis und dann haben sie einen Grenzwert, in der Regel 50%, 0,5. Und wenn der Score größer ist, dann behaupten sie, dass es ein Bot ist. Es gibt auch andere Werkzeuge, die ähnlich funktionieren, aber Botometer ist das beliebteste Werkzeug dieser Art. In beiden Fällen gibt es überhaupt keine manuellen Checks. Wenn diese sehr, sehr groben Methoden definieren, was ein Bot ist. Und die Namen oder die Benutzer-IDs werden auch nicht veröffentlicht, weil dann wird nie in diesen ganzen Dutzenden Veröffentlichungen keinen einzigen Botnamen finden. Und wenn man die Autoren nach den Namen dieser Bots fragt, dann werden sie die nicht weitergeben. Sie werden irgendeine Ausrede geben, wie zum Beispiel über Datenschutzrechte und Privatsphärenrechte, oder sie haben die Daten aus Versehen gelöscht oder sie haben die Daten nicht gespeichert. Und es ist so ein. Es ist quasi die Ausrede, wie der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen. Okay, let's take a slightly closer look at the way these researchers produce headlines. So und dann habe ich mir näher angeschaut, wie Forscher Überschriften generieren. Das ist zum Beispiel ein super Beispiel, um eine Überschrift in der New York Times zu erstellen. Also man entscheidet, welches politische Interesse man hat und man kann einfach eine politische Diskussion auswählen, also zum Beispiel Gaming. Das heißt, wenn man eine Überschrift über Gaming haben möchte und über Bots beim Gaming, dann schaut man sich Schlüsselwörter auf Twitter an, die dazugehören. Und dann schaut man sich Accounts an, die über Gaming twittern, und dann nimmt man eine lange Liste, stellt man eine lange Liste von Twitter-Accounts. Then you feed them into Botometer, use your threshold 0,5, for example. And dann nimmt man Botometer, macht einen Grenzwert, und dann bekommt man eine Liste von Bots und Menschen, und dann kann die New York Times sagen, dass
Ungefähr die Hälfte der Accounts, die bei Gaming-Tweeten Bots sind. Und jetzt gibt es Leute, die sich vielleicht anschauen wollen, ob das wirklich Bots sind. Und das ist einfach, dann ist es aber einfacher, hilfreicher, die Daten zu verstecken. Und weil Journalisten wollen diese Bots nicht anschauen. Sie haben sich die Gültigkeit noch nie angeschaut, auch ohne diese Bots zu sehen. Und darum werden sie dir einfach glauben und darüber in den New York Times eine Veröffentlichung machen. Das erste Kriterium, das hilfreich ist in diesen Arten von Werten, ist das Oxford-Kriterium mit 50 Tweets pro Tag. Es ist ziemlich einfach zu zeigen, dass es einfach nicht benutzbar ist. Wir haben eine Reihe von großen Twitter-Accounts von bekannten Leuten, die über 50 Tweets pro Tag bekommen. Zum Beispiel Glenn Greenwald macht oder Cory Doctorow, der 142 Tweets bekommt. Und ist ein Autor mit sehr vielen Leuten, die ihm folgen. Oder Johnny Cars, das ist ein deutscher Parlamentarier, der bis zu 300 Tweets pro Tag erstellt. Und selbst Donald Trump hat über 50 Tweets pro Tag gemacht an 6 Tagen im Oktober und November. Oder zumindest in einer sehr kurzen Zeit. Und politische Aktivisten haben heute häufig mehr Zeit und die tweeten noch mehr. Mein Lieblingsaccount ist ein Typ, der Erik Luksak ist. Er ist ein kanadischer Ingenieur und ein Lehrer, der tweetet über 300 Tweets pro Tag für mehrere Monate und er hasst den Justin Trudeau und meckert über Liberalen. Und ein anderes ist der K-Pop-Band BTS, die und ein deutsches Radio-Hersteller hat was Negatives über die Band getwittert und die BTS-Fans haben waren sehr verärgert darüber und haben mehr als 2 Millionen Tweets innerhalb von 4 Tagen erstellt mit dem Hashtag Bayern 3. Das war das Programm, was da involviert war. Und 500 von denen, wir haben 500 unterschiedliche Accounts und jeder davon hat dieses Oxford-Kriterium erfüllt. Maximum war 344 Tweets pro Tag. Und ich habe mir die größten Accounts in dieser Liste angeschaut und keiner zeigt, dass es irgendwo Automatisierung existiert. Es waren echte Menschen, die Bilder von sich selber getweetet hat und die aus unterschiedlichen Ländern kommen. Das heißt, das waren echte Menschen und keine Bots. Noch eine andere Art und Weise, das zweite Kriterium, was häufig benutzt wird, ist dieser Botometer. Und habt den Link dazu unten auf der Seite und ihr könnt einfach den Namen eines Twitter-Accounts angeben und der Botometer wird einen Wert zurückgeben. Dies hier sind alles Bots, wenn man das Botometer fragt, zum Beispiel Tim Cook oder der Papst oder der deutsche Kanzler Olaf Scholz zum Beispiel, der ehemalige das Auschwitz-Museum ist ein Bot, Joe Biden ist ein Bot, und der brasilische Präsident ist auch ein Bot und der sehr vertrauende Christian Drosten ist auch ein Bot, der Virologe. Und der Ökonomist, der nicht an Coronavirus glaubt, ist auch ein Bot. Und wenn man einfach Accounts einstreut oder nachschaut, dann sind das ganz viele Bots, wenn man das Botometer fragt. Eine ähnliche
2010. Ähnliches Ergebnis wurde von Jonathan Kreil gefunden. Er hat alle Personen aus dem US-Kongress mal als über den Bot-Generator getan und der hat herausgefunden, dass es ein Zufallszahlengenerator ist, der eine Normalgeneration über den Grenzwert erstellt. Und wenn wir jetzt dieselbe Herangehensweise benutzen wollen, um wie den sozialen Bot-Generatoren haben, dann können wir auch UFOs finden oder wir können jedes mögliche Tier finden, was wir haben wollen. Und hier können wir uns mal anschauen, wie wir Einhörner finden. Stellt euch vor, wir wollten Einhörner finden in Afrika. Also würden wir eine Foto-Trap erstellen für Einhörner und wir wollen das im Sarangeto erstellen. Um das zu trainieren, haben wir dasselbe Problem wie die Bot-Researcher haben. Wir haben keine echten Einhörner, um unseren Klassifizierer zu trainieren. Also benutzen wir einhornähnliche Tiere, wie zum Beispiel ein weißes Pferd, oder wir benutzen Spielzeug-Einhörner und als Trainingssatz für Einhörner. Und wir haben andere Spiele, eine Kuh und ein Schwein und eine Katze und einen Hund. Und wir trainieren unseren Klassifizierer, unsere künstliche Intelligenz daran. Und dann benutzen wir den in der Wildnis und dann finden wir ganz viele Einhörner. Zum Beispiel in diesem Fall ist das Zebra eine 75-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es ein Einhorn ist, weil es ziemlich ähnlich zu dem weißen Pferd aussieht. Und der weiße Hybrid hatte auch einen sehr mit sehr großer Wahrscheinlichkeit als Einhorn abgetan. Und wenn wir jetzt zeigen wollen, dass wir viele Einhörner in Afrika gesehen haben, dann wollen Leute vielleicht die Bilder anschauen, aber das wäre natürlich schlecht für unser Ergebnis und darum wollen wir diese Daten irgendwie verstecken, die echten Daten. Und dann haben wir einfach nur das Ergebnis des Klassifizierers und Leute, die das nicht wollen. Warum erkennen wir 100% wir finden 100% der Einhörner in unserer Training-Data. Und das ist, was Leute behaupten. Wenn wir uns das jetzt genauer anschauen, wie diese Klassifizierer funktionieren, dann es ist eine statistische Klassifikation. Beispiel bei Bottometer ist es ein zufälliger Faltklassifizierer. Jeder dieser Klassifizierer nimmt jeden der Eigenschaften in einem Feature-Bereich und jedes Einhorn und jedes Nicht-Einhorn hat eine Cluster in diesem Feature-Space und der Klassifizierer wird diese Grenze einzeichnen, die zwischen Einhörnern und Nicht-Einhörnern unterscheiden kann in echten ähnlichen Daten. Und in den tatsächlichen Daten sieht es dann aber so aus, wenn ihr also die echten Tiere aus Afrika oder der ganzen Welt da einführt, werdet ihr also viele, viele Einhörner und viele Nicht-Einhörner finden. Je nachdem, wo der Classifier diese Klassengrenze, den Class-Boundary reingelegt hat in den Feature-Raum. Und das hängt also sehr von euren Trainingsdaten ab, wie das Ganze aussieht. Aber es ist, das heißt, es mag also in euren Trainingsdaten so aussehen, aber in der Praxis könnt ihr daraus jetzt nicht wirklich schließen, dass das hier alles Einhörner oder Nicht-Einhörner sind. Also, wenn ihr tatsächlich die schlechten Trainingsdaten rausnimmt, die automatischen, seht ihr vielleicht ein paar Einhörner und Nicht-Einhörner. Es mag also tatsächlich so existieren, aber es wäre geradezu lächerlich, daraus zu schließen, dass alle Tiere, die als Unicorn bezeichnet wurden von eurem Classifier, tatsächlich Unikaya sind und dass der relative Anteil von Einhörnern, die aus
diesem Ansatz rauskommt, tatsächlich dem relativen Anteil in der Realität entspricht. Also wir sehen das, also dass diese Bot-Klassifizierer sind, also dass sie sind nicht nur schlecht für die Forschung dabei, sie ist alles sogar noch viel schlimmer. Also die, also zunächst mal eine der fundamentalen Ideen hinter der Mustererkennung. Also schauen wir uns mal den Ansatz an. Also die Idee, die da genommen wird, also die hinter diesen Angaben wie 50% aller Accounts sind Bots, ist, sie schicken also eine Liste in diesen Klassifizierer und da kommen das zum Beispiel 5 Bots und 8 Nicht-Bots raus. Und jetzt kriegen sie da einen relativen Anteil von Bots, 5 von 13, also 38,5% sind Bots. Das bekommen sie da raus mit diesem Ansatz. Bots, which is a priori probability. Und das ist die sogenannte, wäre dann die Prävalenz oder die a priori Wahrscheinlichkeit an Bots. Das Prior, wie wir sagen. Und der Spaß hier ist, dass diese Wahrscheinlichkeit ist allerdings bereits Teil des Entscheidungsprozesses des Klassifizierers hier. So, also ein Random Forest Classifier hier, wie Botometer, wird also diese Wahrscheinlichkeit bereits im Ergebnis, also bei dem Training in Bezug genommen haben und wird sie diese Wahrscheinlichkeit von der aus den Trainingsdaten gelernt haben. Wenn ihr also 50% Bots und 50% Nicht-Bots in euren Trainingsdaten haben, wird der Classifier annehmen, annehmen, dass tatsächlich 50% aller Eingaben Classifier sind. Das heißt, der optimale Bot, der optimal trainierte Bot, wird also diese ganzen Schwellen so in der Form setzen, dass tatsächlich 50% aller Daten als Bot klassifiziert werden. Aber das ist jetzt ein Kreisschluss. Also um die Anzahl an Bots zu schätzen, muss man sich tatsächlich im Vorfeld schätzen. Das macht also keinen Sinn. Das ist praktisch nicht möglich. Also es ist also nicht möglich, einen statistischen Klassifizierer zu nutzen, um die Prävalenz von Bots in der tatsächlichen Welt zu schätzen. Und typischerweise, wenn ihr also einen Classifier wie ein Botometer anguckt, seht ihr üblicherweise eine Kurve wie diese. Also auf der einen Achse habt ihr die Anzahl der Accounts, die als Bot klassifiziert wurden, und auf der anderen Achse die Schwelle, die Threshold dafür. Und wenn man die jetzt hier zum Beispiel bei 0,5 ansetzt, dann wäre wäre der Anzahl der klassifiziert als Bots wäre zu hoch. Und ihr könnt also praktisch diese Schwelle frei wählen. Wenn ihr mehr Bots haben wollt, dann nehmt ihr eine niedrigere Schwelle. Wenn ihr eine weniger Bots haben wollt, nehmt ihr eine höhere Schwelle hier. Und das heißt, die ganze Forschung, also die ganzen Ergebnisse der Forschung basieren jetzt allein auf der Annahme der jeweiligen Forscher, was dann eine sinnvolle Schwelle ist. Es macht also alles überhaupt keinen Sinn. Und bisher haben wir also die Methodologie falsifiziert, die die Social Bot Forscher gebraucht haben, um ihre Beispiele zu finden. Und wir haben sogar gezeigt, dass sie selbst in der Theorie nicht funktionieren kann. Ein Geheimnis bleibt jetzt allerdings noch. Wie sehen denn jetzt tatsächlich diese Bots aus, die diese Forscher behauptet haben, in ihren Studien gefunden zu haben? Und also wir hatten sie also nach dieser Liste gefragt und wir haben also sehr viel Zeit darin investiert, eine Antwort auf diese Frage zu finden und wie also diese Bots tatsächlich aussehen, die sie in ihren Studien gefunden haben, in ihren Arbeiten gefunden haben. Und die erste Arbeit, die wir was tiefer reingeschaut haben, war also die Autoren behaupten, dass der Anzahl der Bots unter den Followern von 7 deutschen Parteien bei irgendwo zwischen 7,1 und 9,9% während des Wahlkampfes, also in der Wahlkampfzeit lagen. Also sie schätzen etwa 10% von etwa, das heißt also, das wären also in dem Fall so knapp 38.000 Accounts, die seien also angeblich alle Bots.
dieser Partei. Also es ist also interessant. Also habe ich den Erstautor gefragt, ob er irgendwelche Beispiele dafür hätte, für diese, für das. Er hat mir dann also vier Accounts gesagt, die aber noch nicht mal aus großer Entfernung aussahen wie Social Bots. Also ich habe also noch nicht mal in seinem Beispiel welche gefunden. Also wir haben also versucht, diese Arbeit zu reproduzieren. Wir haben also die ein paar Monate später die Liste aller Follower dieser Parteien runtergeladen. Wir haben sie durch Motometer geschickt und wir hatten die Liste bekommen. Und wir haben also tatsächlich dann also das erste Mal überhaupt so eine Liste von angeblichen Bots gehabt, die in dieser Arbeit verwendet wurde. Also wir haben also 260.000 Bots genommen. Wir haben ein zufälliges Sample davon gemacht, zufällige Bots davon ausgewählt, die dann wiederum sehr genau angeguckt. Also wir haben 109 da entsprechend angeguckt. Wir haben sie dann nach Bot-Score sortiert. Wir sehen also, dass praktisch ganz dicht am theoretischen Maximum, was Botometer überhaupt bauen kann. Und wir haben also die angeguckt und ihr könnt das auch machen. Hier sind die ganzen Namen. Wir haben also überhaupt kein Beispiel für ein Bot gefunden. Also zum Beispiel hier haben wir einen Tanzclub in Erfurt gefunden. Der hier ist aus Bayern. Der hier beschwert sich sehr über Motorräder in Gelsenkirchen und wir haben also nachgeguckt und um die Zeit fand tatsächlich ein Motorrad-Event am Amphitheater in Gelsenkirchen statt. Er hat sich also tatsächlich über tatsächlichen Lärm beschwert und wir haben jetzt gesehen, dass viele dieser Accounts noch nicht mal besonders aktiv war. Wir haben also kein einziges Beispiel für einen Social Bot in diesem Sample gefunden. Und wir haben also hier Kyra Miller, also hier ein anderes Beispiel, wir haben also Kyra Miller gefunden. Sie fragt also hier, die hat zum Beispiel einen einzigen, dieser Account hat einen einzigen Tweet abgesetzt, da fragt sie Microsoft um Hilfe bezüglich ihres Microsoft-Kontos. Das ist also der einzige Tweet und damit hat sie es geschafft, einen Botometer-Score von beinahe 5 zu bekommen. Also keine Bots hier gefunden. Und in einer zweiten Arbeit, die wir uns was genauer angeguckt haben, die Arbeit behauptet, dass sie eine sehr große Anzahl an Social Bots gefunden haben, die kritische Informationen, problematische Informationen, also die impfkritische Informationen verbreitet haben. Und wir haben also den Autor nach einer Liste dieser Bots gefragt und zum ersten Mal haben wir überhaupt eine sinnvolle Antwort bekommen. Wir haben also eine Liste von Bots bekommen, die von diesem Forscher als Bot betrachtet wurden. Wir haben also ein weiteres zufälliges Ziehung gemacht von etwa aus diesen 200.000. Wir haben 121 von denen zufällig ausgewählt und schon wieder haben wir nicht einen einzigen echten Social Bot gefunden unter diesen 121. Und ihr seht jetzt also, dass sehr viele davon tatsächlich Ärzte sind oder hochrangige Mediziner in Gesundheitsorganisationen. Wir haben hier einen Professor aus Texas. Er arbeitet in einer Medizinfirma in Saudi-Arabien. Dann wir haben einen Praktikanten aus Saudi-Arabien. Wir haben einen Postdoc hier. Wir haben Forscher hier. Datenoperatoren aus Indien, also Menschen aus der ganzen Welt. Viele davon tweeten unter ihrem tatsächlichen Namen. Viele davon haben ziemlich
haben sehr glaubwürdige Beschreibungen. Also das Ganze ist also wieder sehr komisch hier. Wir haben also diese Liste was genauer angeguckt und ihr könnt sie also auch prüfen. Sie sind auch in dem Paper erwähnt. So, zum Beispiel die Weltorganisation für Medizinrecht war da gelistet oder der aber keiner davon, bei keinem davon sah es auch nur so halbwegs so aus, als sei da irgendetwas automatisiert worden. Und es gibt beispielsweise wir haben also Tweets gefunden von einer Dame, die sehr verliebt war in ihren Verlobten und sehr viel dazu getweetet hat. Wir haben einen anderen gefunden von jemand, die sehr viele Bilder von sich selbst gepostet hat und alle die wurden offensichtlich als Bot klassifiziert. Also in diesem Jahr gab es zwei weitere Paper, die rausgekommen sind. Okay. Also. Okay. Yeah. Okay. Okay, so there were some problems with the slides. Okay, es gibt ein paar Probleme, aber die scheinen gelöst zu sein. In 2021 gab es zwei Veröffentlichungen darüber, wo Forscher auch diesen Botometer versucht haben und die haben die Liste der Bots, die sie bekommen haben, ziemlich ähnlich zu dem, was wir gemacht haben. Und in diesem Fall haben sie sich 500 Accounts angeschaut, sie haben sie in Botometer gesetzt und sie haben sie dann manuell überprüft, ob sie automatisiert sein würden, und 6% der Bots wurden durch Botometer als soziale Bots gelabelt, aber die waren größtenteils nicht automatisiert. Das heißt, sie haben das Botometer in Zukunft ignoriert und als Müll abgetan. Und ein sehr ähnliches Paper, die Vorveröffentlichung war vor ein paar Wochen, und die haben auch Botometer ausprobiert. Sie haben den Standard-Threshold von 0,5 ausgewählt, also 50%. Und 68 Accounts waren als Bot definiert und keiner einziger von denen war ein sozialer Bot. Nur einer war automatisiert und der hat einfach die Inhalte eines Blogs getweetet. Und es kam raus, dass die Ergebnisse des Botometers komplett unglaubwürdig sind und nichts mit der wirklichen Welt zu tun haben. Jetzt haben wir, wir können jetzt alle existierende Forschungsergebnisse aufgrund des Oxford-Kriteriums ignorieren. Wir können die Forschung ignorieren basierend auf diesem Botometer, und es gibt noch ein paar andere Methoden, die benutzt werden, und Leute behaupten, dass sie soziale Bots gefunden haben. Also dies ist eine Überschrift von der Times of London, wo sie eine große Menge an Bots haben, die einen Politiker folgen, und wenn man dort nachfragt, dann sie nachfragt, woher wisst ihr, dass sie Bots sind? Dann gibt es einen Typen, der sagt, okay, still some problems with the slide stream, but hopefully I think I won't change anything now. Okay, so the. Es gibt noch ein paar Probleme mit den Folien, aber jetzt werde ich auch nichts ändern. Hier ist einer, der über Twitter redet. Wir haben wir haben nach Personen gesucht, die mindestens genau 8 Zahlen im Username haben. Das heißt, wenn wir Mike26481564 haben, dann ist es obwohl offiziell ein Bot. Aber diese IDs werden automatischen erstellten Accounts zugeordnet. Und das heißt, wenn man einen neuen Account erstellt und mit dem üblichen Namen, dann bekommt man einen solchen Namen mit diesen 8 so 8 Zahlen am Ende. Das heißt, wenn ihr Twitter kennt, dann wisst ihr, dass man den Twitter-Account-Namen ändern kann. Aber viele wissen dieses nicht und darum benutzen sie einfach den
Darum sehen Sie für die Rest Ihrer Tage auf Twitter aus wie ein Bot. Und wenn es Personen gibt, die so aussehen, die viele Accounts mehr oder weniger dieselbe Nachricht senden, dann sind das in der Regel Copypastas. Das heißt, ironische, nehmen einen Tweet, den sie nicht mögen, und dann retweeten sie den einfach aus ironischen Gründen. Teilweise gibt es auch Accounts, die es nicht ironisch machen, und es ist ziemlich schwierig herauszufinden oder das zu verstehen, wenn man nicht bei diesen Meme-Kultur bei Twitter involviert ist. Alle diese Accounts sind auf derselben Seite der Diskussion, aber er versteht den Witz nicht und der vermutet, dass es Bots sind. Und in Wirklichkeit sind seine Freunde in diesen politischen Diskussionen. Und dann gibt es noch Ergebnisse wie das hier, was jedes Jahr von der Propaganda-Forschungsgruppe von Oxford veröffentlicht wird, und sie haben eine Liste mit Ländern, identified in the wo Bots erkannt wurden und im Laufe des letzten Jahres. Und wenn man sich die ganze Liste näher anschaut, dann sind das nicht wirklich Bots, sondern wo Menschen Bots gefunden haben. Und das heißt, das ist ein Prozess, der weiterlaufen wird für Ewigkeiten, weil Nachrichten werden über dieses Ergebnis reden, und das führt dazu, dass Leute weitere Bots finden. Oder das führt dazu, dass wieder neue Bot-Behauptungen in den Nachrichten sind. Und hier hat einer erklärt, was hier ist: wenn ich ein Institut gefunden hätte über Public Health Hazard, über Igelbisse, wenn ich denen Geld gebe und die jedes Jahr eine Forschung darüber machen, wie Bisse von Igeln gibt, dann werden sie natürlich Angriffe von Igeln finden. Sonst wären sie einfach blöd. Und darum gibt es so viele, die soziale Bots finden. Also soziale Bot-Forschung ist grundlegend basierend auf der Missklassifikation von Menschen. Interaktive soziale Bots scheinen nicht zu existieren. Obwohl wir seit Jahren danach forschen, haben wir noch kein einziges glaubwürdiges Beispiel gefunden. Ein paar der Forscher in diesen Forschungsergebnissen folgen nicht den grundlegenden wissenschaftlichen Kanälen, und sie behalten Daten ein, und man kann deswegen ihre Ergebnisse nicht reproduzieren. Und die Öffentlichkeit wird schon seit Jahren über diese sozialen Bots irregeführt. Wir haben das Ganze veröffentlicht. Über soziale Bot Research. Ihr könnt es hier auch finden und herunterladen. Und wir haben auch die ganze Information über Bots im Appendix. Und ihr könnt auch versuchen, soziale Bots zu finden, wenn ihr euch das anschauen wollt. Also, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Well, thanks so much, Florian. Danke, Florian, und vielen Dank für euren Vortrag. Und ich glaube, dass die Forschungsfeld für soziale Bots in einem sehr problematischen Status ist. Also ich vermute auch, dass es nur um Diskussion und realistisches Denken, das, was ihr und Christian Keil macht, ist ein sehr wichtiges Forschungsziel für uns alle. Das heißt, ihr und alle Forscher solltet vielleicht eine grundlegende Basis für Diskussionen und Medieninformationen geben. Das heißt, dass die Sachen sinnvoll diskutiert werden. Also wir haben ein paar Fragen von unseren Zuhörern gesammelt, und ich werde jetzt da doch mal durchgehen, Ja, du hast über diese sozialen Bots geredet und was ein Bot ist und was kein Bot ist, aber sollte die Frage nicht eher sein über den Ergebnis von solchen Accounts, mehr als ob sie
es Klickarbeiter sind oder Leute mit zu viel Zeit, Leute, die bezahlt dafür werden oder automatisierte Accounts. Das heißt, in Bots sein oder in solchen politischen Sachen arbeiten, ist das nicht das, ziemlich, nicht das Ergebnis, das relevant ist. Deshalb bin ich einverstanden. Ja, also wir sind jetzt nicht, wir sind nicht diejenigen, die behauptet gemacht haben, dass diese automatisierten Bots existieren. Also bevor wir also den, über den Effekt, die Auswirkungen davon reden, sollten wir vielleicht mal klären, ob die überhaupt existieren. Es gibt viele Dinge, wo diese, diese Forscher sagen können, wir sollen über die Effekte reden. Aber zunächst einmal sollten wir tatsächlich über die Grundlagen sprechen, weil das Ganze dann doch sehr nach einer Verschwörungstheorie oder nach einem Märchen klingt, dass diese sozialen Bots existieren und woran viele Menschen allerdings glauben. Und typischerweise, wenn Menschen behaupten, du bist ein Bot, nein, du bist ein Bot, nein, du bist ein Bot, das ist dein Score und so weiter, also es gibt diese Diskussionen auf Twitter immer und immer wieder hier, basiert auf diesem Glauben, diesen geradezu lächerlichen Verschwörungstheorien. Und also zunächst einmal wollten Michael und ich dass die Leute etwas realistische Vorstellung davon haben, wie die Bot-Situation auf Twitter tatsächlich aussieht. Und die Frage, ob Accounts tatsächlich von irgendwelchen bösartigen Akteuren bezahlt werden, das ist eine komplett andere Frage hier. Also ich bin nicht die richtige Person, um das zu analysieren, zu analysieren, was die Motivation bei Leuten sind, bei tatsächlichen Menschen sind, warum sie was tweeten. Aber mein Eindruck bisher ist, wie beispielsweise der Kanadier hier, ich glaube nicht, dass er ein bezahlter Akteur ist, aber er ist tatsächlich ein emeritierter Professor. Er hat ziemlich viel Geld. Er wird mit Sicherheit nicht dafür bezahlt. Das heißt, er hat eine intrinsische Motivation hier für das, was er macht. Und das Gleiche dürfte gelten für all diese 500 Accounts, die hunderte Male über die K-Pop-Band da getweetet haben. Das sind mit Sicherheit keine bezahlten Akteure. Leute, das sind einfach nur Leute, die sehr, sehr sauer über eine bestimmte Sache sind oder die versuchen, die versuchen, Dinge zu ändern, indem sie auf Twitter sehr aktiv sind. Und wir sehen also auch, dass Leute, die das Problem überschätzen, dass bösartige Accounts tatsächlich stellen. Und also in meisten Fällen gehe ich davon aus, dass es tatsächlich um Leute echte Leute mit echten intrinsischen Motivationen haben. Eine andere Frage, die wir haben, ist, in deinen Folien hast du von diesem Kreisschluss, von dem Zirkulärschluss erwähnt. Die Frage, die wir haben also, ist ein Kreisschluss nicht eher so eine Art Resonanz, was eine valide Methode sein zu bekommen? Also wenn wir also diese Resonanz sehen, würde diese Resonanz nicht zeigen, dass das tatsächlich die tatsächliche Daten ist? Ich habe etwas Schwierigkeiten, die Frage zu stellen, aber vielleicht verstehe sie. Also ich verstehe, wohin die Frage hinzielt. Um das Ganze zu benutzen, müsste erstmal eine Vorstellung davon haben, wie der Anteil an Bots tatsächlich aussieht, in Realität aus. Und ihr macht das ganz iterativ und kommt dann hoffentlich irgendwann beim tatsächlichen Wert an. Aber in meiner Einschätzung würde das mit der Methode eher nach 100% oder nach 0% iterieren. Und ich glaube nicht, dass dieser Ansatz eben im Entferntesten dazu geeignet wäre, die tatsächliche Realität zu schätzen. Und ich glaube also nicht, dass das arbeiten könnte. Die interessante Frage hier ist, jeder Classifier nutzt diese Methode. Sogar Menschen nutzen diesen Ansatz hier. Und wenn mein Job wäre, wenn ich den Job bekäme, die, Auf-
Aufgabe bekäme, Leute in einer Liste von Accounts zu klassifizieren nach Bots oder Nicht-Bots, und ich hätte so eine gewisse Vorstellung, eine Erwartungshaltung davon, wie viel Prozent davon jetzt tatsächlich Bots sind, dann würde mein Ergebnis dann wahrscheinlich auch zu meiner Vorabschätzung hintendieren. Und die Frage ist, welche Feature gehen also im Endeffekt ein? Wie groß ist die Wichtigkeit der Anteil von diesen Features hier? Und diese Verteilung von der beiden Klassen sehr, sehr unterschiedlich sind in einem Feature, dann können wir tatsächlich die beiden Klassen anhand dieses Features auseinanderhalten. Aber diese Wahrscheinlichkeit, wenn das der Fall wäre, dann wäre diese a priori Wahrscheinlichkeit nicht, würde keine große Rolle spielen in unserem Ergebnis vom Klassifizierer. Aber wenn wir zum Beispiel dann schätzen, ob es ein Mann oder eine Frau ist, einfach nur anhand der Höhe, dann, als Beispiel für einen Klassifizierer, dann wären zum Beispiel Leute, die so bei einer Höhe wie 1,75 sind, dann wäre anhand dieses Classifier schwer einzuschätzen. Also wenn wir also im Vorfeld nicht wissen, wie groß die a priori Wahrscheinlichkeit der beiden Klassen ist, dann können wir auf die Art und Weise nicht vorgehen. Und es gibt also keinen Weg, hier iterativ vorzugehen, es sei denn, wir haben einen ganz klaren Classifier, es sei denn, wir haben wirklich, wirklich Gold-Standard-Training-Daten hier. Eine weitere Frage, die ähnlich zu der Effektfrage ist, die wir ganz zu Beginn haben, hast du keine Sorgen, dass deine Forschung genutzt würde von möglicherweise problematischen Akteuren zu behaupten, dass dieses Problem gar nicht gibt? Dass also diese Akteure diese Forschung nutzen können, um zu behaupten, dass auf Twitter alles Töfte ist, alles in Ordnung. Also zunächst einmal bin ich ein Forscher. Ich bin also jetzt nicht so, es ist jetzt nicht so meine Sorge, wofür Leute meine Ergebnisse benutzen könnten, möglicherweise mit schlechten Intentionen. Zum Beispiel, dass es hier beispielsweise für eine Kampagne für bestimmte Parteien oder wie auch immer. Aber Forschung an Bots, üblicherweise hat man, wenn man in die Bot-Forschung reinguckt, hat man sehr oft mit sehr heißen, sehr polarisierten politischen Diskussionen zu tun. Das heißt, es passiert also ganz gerne, dass da die extremeren Seiten solche Forschung heranziehen. Umgekehrt. Also ist der Effekt jetzt könnte sein, dass bestimmte Akteure diese Forschung, die Forschungsergebnisse sehr mögen oder nicht sehr mögen. Aber offensichtlich reden wir hier nicht über darüber, ob Leute dafür bezahlt werden, dass sie tweeten, sondern offensichtlich sind wir lediglich interessiert über diese tatsächlichen automatisierten Accounts, Social Bots, die in politische Informationen eingreifen und dabei behaupten, fälschlicherweise behaupten, Human zu sein. Also ich behaupte jetzt, dass die valid, very credible, ich behaupte jetzt nicht, dass es hier gar nicht gibt, aber in vielen verschiedenen Ländern. Ich werde ganz definitiv nicht behaupten, dass es keine bezahlten Menschen gibt, die versuchen, Diskussionen zu beeinflussen in verschiedenen Ländern. Es gibt genug glaubwürdige Beispiele, aber es geht mehr automatisierten Accounts. Also, wie können wir jetzt incentivieren, innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft für das Field, wie können wir erreichen, dass die Forscher in diesem Bereich die Reproduzierbarkeit erhöhen und die Daten entsprechend veröffentlichen? Weil offensichtlich fehlt es an dieser Reproduzierbarkeit. Also,
Reproduzierbarkeit ist ein großes Problem in vielen verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen. Sogar in der Informatik gibt es genug Beispiele von Forschung, wo in Topologien und Entwurf von neuronalen Netzwerken und ähnlichen Situationen, da ist Reproduzierbarkeit ein ziemlich großes Problem, aber es ist ein besonders großes Problem in Sozialwissenschaften. Also ich komme aus dem Bereich der Informatik, ich komme aus einem sehr technischen Field, die da sehr strenge Standards haben. Und und niemand würde es wagen, würde es wagen, Daten da zu produzieren, aber die Rohdaten zurückhalten zu wollen. Also wir sind, in unserem Feld sind wir gewöhnt, Rohdaten rauszurücken. Aber in Sozialwissenschaften scheinen die Leute darüber das ganze Thema etwas entspannter zu sehen. Und ich habe so das Gefühl, dass es ein gewisser kultureller Mismatch zwischen diesen beiden Feldern. Also es, provoziert, wie gesagt, die Sozialwissenschaften, in den Sozialwissenschaften kommt es wesentlich häufiger vor, dass Forschung nicht reproduzierbar ist. Letzte Frage. Viele Leute haben die Varianten der gleichen Frage gestellt. Deiner Meinung nach, du hast also keine Evidenz, keine Anzeichen dafür gefunden, dass Bots existieren. Ist das ein Anzeichen dafür, dass keine Bots existieren? Maybe that they do not exist at all or not exist in a large quantity. Oder zumindest sehr selten sind. Also, die interessante Frage hier, es gibt da die Geschichte über Russells Teekanne. Die Idee dahinter ist, es geht da um eine Teekanne, die also praktisch, der jetzt plötzlich in einer Umlaufbahn um den Mars fliegt. Die Frage ist also, kann ich beweisen, dass es keine Teekanne gibt, die auf einer Umlaufbahn um den Mars kreist? Offensichtlich haben wir jetzt, wir hätten ja die Technologie, eine Teekanne in eine Mars-Umlaufbahn zu schicken. Wenn Leute behaupten, es gibt Teekannen, die um den Mars umkreisen, sagen sie, ja, es wäre natürlich möglich. Wir haben die Technologie dafür, das zu machen. Es ist also praktisch nicht möglich zu beweisen, dass das nicht der Fall ist. Aber es ist aber in der Gesamtheit dann doch eher unwahrscheinlich, dass irgendjemand sich die Mühe gemacht hat, eine Rakete zu starten, bloß um eine Teekanne in eine Marsumlaufbahn zu befördern. Hier auf unser Beispiel zu übertragen, einen Chatbot also tatsächlich zu bauen, der tatsächlich funktioniert in unserem Fall, ist eine ganze Menge Aufwand, braucht sehr, sehr viel Aufwand, sehr viel Trainingsdaten und Arbeit, und es ist sehr schwer, das richtig hinzukriegen. Also alle, die wir bisher haben, sind sehr, sehr beschränkt in ihren Fähigkeiten. Also die meisten Bots, die wir jetzt momentan haben, sind noch nicht mehr in der Lage, Negationen, also Verneinungen korrekt zu behandeln. Also das ist jetzt so der momentane Stand der Forschung im Bereich dieser Bots. Also wenn jetzt also behauptet wird, dass es also jemand ganz plötzlich mit einem System hinter der Tür hervorkommt, das in der Lage ist, tatsächlich komplexe politische Texte zu schreiben und politische Diskussionen mit tatsächlichem Text zu beeinflussen, das klingt für mich noch sehr fern von dem, was jetzt tatsächlich momentan möglich ist. Davon bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass diese Bots nicht existieren, aber beweisen kann ich das natürlich nicht. Also wir haben jetzt noch ein paar Fragen mehr, aber ich fürchte, die passen jetzt nicht in diesen Zeitslot rein. Vielen Dank, Florian. Bitte halte die Diskussion aufrecht, bitte arbeite weiter an der Sachen, und nach der Pause machen wir jetzt hier weiter in einem Talk über Software Engineering weiter. So, das war die Übersetzung des Talks Aufstieg und Fall der Forschung über Social Bots von
Florian Gallwitz. Ihr hörtet die Übersetzung von Franz T. und Isegrim.